Hallo, mein Name ist Mirko, willkommen bei Meistermacher und unserer ersten neuen Podcast-Reihe, in dem wir uns heute mit dem Thema Kooperation zweier Unternehmen beschäftigen werden. Die Rede ist von Sonax, dem führenden Auto-Pflegemittelhersteller und Meistermacher, dem Full-Service-Dienstleister für Ihre automobilen Schätze. Wir haben heute den Schulungsleiter von Österreich im Haus von Sonax, René Schwarz, der uns einiges von Sonax erzählen wird, der uns auch einige Produkte vorstellen wird und wie die Zusammenarbeit beider Unternehmen für Sie von Meistermacher oder für Meistermacher von Vorteil ist. Also indem ich mein Skript lese, also wird der René Schwarz eh schon am Weg sein. Ja, René, servus, hi. Servus, hallo. So, grüß dich. Ist er da. Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Meistermacher. Dankeschön. Prosit Neujahr in diesem Weg. Ebenso sehr und auch der Zuschauerschaft. Alles grüß Gute, einstweilen. Bitte nimm Platz. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. René, erzähl uns was von Sonax. Ja, Sonax. Gibt es einiges zu erzählen. Wir sind mittlerweile seit über 70 Jahren am Markt. Sind mittelständisches, bayerisches Familienunternehmen. Wir sind ein Synonym für Autopflege. Es gibt, glaube ich, ganz wenige oder fast niemanden, der uns und unsere Marke nicht kennt. Viele assoziieren damit Kindheitserinnerungen. Der Papa hat schon mit Sonax gearbeitet, der Opa hat schon mit Sonax gearbeitet. Die Produkte haben sich natürlich verändert, der Auftritt der Marke hat sich verändert. Wir sind mittlerweile moderner geworden, wir sind sehr breit aufgestellt in die verschiedensten Branchen drinnen. Das Thema Fahrzeugpflege hat sich total gewandelt in den letzten 10 Jahren. Ja, heute sagt man immer mehr Autoputzen, heute sagt man Detailing oder High-End-Detailing. Wir sind auf der ganzen Welt unterwegs, sind in, ich glaube, nicht festnageln, 110 Ländern der Welt aktiv, wo wir Produkte verkaufen, sind in der Fläche, bei Tankstellen, in diversen Autoteile, Zubehörhändlern, Internet überall eigentlich vertreten und eigentlich das Synonym für Autopflege. Ja, das ist Sonax. Wie im Bereich High-End, also High-End-Pflege, das, was wir auch anbieten im Haus, als Full-Service-Dienstleister ist uns gerade die Pflege, gerade im Bereich Lack, Polituren und dergleichen. Wie unterstützt Sonax die Firma Meistermacher und bringt den Mehrwert den Kunden? Naja, das ist ganz einfach erklärt. Ich habe zu einem Haus die Firma Boskast, der Leon, ist ja sehr fähiger Autoaufbereiter, Autodetailer, der macht das mit Herzblut und Leidenschaft. Und den Leon zum Beispiel können wir, ich, unterstützen, indem er ihm einfach immer wieder Neuheiten vorstellt, neue Arten der Aufbereitung, dass man schaut, dass man die Arbeitsprozesse optimiert, dass eben für sie, für die Kunden dann die Ergebnisse perfekt sind. Auch im Thema Coatings, also Keramik, Versiegelungen, spezielle Polituren, verschiedene Materialien. Ich war jetzt zum Beispiel vor gerade bei euch in Aufbereitungsräumlichkeiten der Firma Meistermacher. Da stehen ja Autos, das ist ja Wahnsinn. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da unten steht. Und besondere Autos, besondere Materialien, teilweise sehr schwierige Materialien zum Bearbeiten. Und da ist einfach unser Fokus, dass man euch unterstützt, dass euch die Arbeit leicht von der Hand geht und dass ihr zufrieden seid. Ja. Das ist unsere Aufgabe und es freut mich, dass ihr auf Sonax setzt. Selbstverständlich. Die Frage, hätte ich dann auch noch was. Wo ist eigentlich der Mehrwert für die Kunden bei euch im K1 Drivers Kompetenzcenter? Was macht ihr? Also wir sind ein Full-Service-Dienstleister für Oldtimer, Youngtimer und Sportwagen. Das heißt, wir bieten unseren Kunden alles von der Inspektion, Wartung, Reparaturen bis hin zur Restauration, Spenglerarbeiten, Aufbereitung, Autoeinlagerung professionell für unsere Kunden ab. Ebenso auch Gutachten im Haus, Oldtimer, Klassiker, Gutachten. Und der E-Punkt ist auch noch zusätzlich, wir haben einen Handel im Haus für Oldtimer, aber auch für exklusive Fahrzeuge, wo wir ein Netzwerk über die ganze Welt dann dementsprechend, sage ich jetzt einmal, zurückgreifen können auf das Netzwerk, wo wir wirklich sehr, sehr exklusive Autos anbieten können. Die nicht im Internet zum Beispiel dementsprechend vertreten sind. Das heißt für mich jetzt alles aus einer Hand, ne? Alles aus einer Hand. Sehr gut. Ist ja wichtig in der heutigen Zeit. Ja. Ne? Du hast uns einige Produkte mitgenommen, beziehungsweise wir haben drei Produkte,
die wir dann gerne vorstellen würden. Wie pflegt man sein Auto im Winter? Und ja, dann hau ich den Part gleich um. Ja, gerne. Autopflege ist ja im Prinzip das ganze Jahr ein Thema. Wir pflegen ja nicht nur im Winter, manche pflegen auch, wenn es regnet, gehöre ich auch dazu. Gerade im Winter ist es wichtig, dass man sein Auto regelmäßig wäscht, ja, dass man Schnee- und Salzrückstände von der Karosserie, von Anbauteilen entfernt. Also die drei Dinge, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, sind für mich wirklich essentiell im Winter. Das ist einmal das absolut Erste und Wichtigste, ist einmal der Winterscheibenreiniger. Ja. Das, was man vorne in der Motorhaube, also im Motorraum einfüllt, das ist der Winterscheibenreiniger. Das ist bei uns ein absolutes High-End-Produkt. Da wird wirklich Weltraumforschung betrieben. Du musst dir das vorstellen, wir haben da einen eigenen Scheibenreinigungsprüfstand. Da kann man verschiedene Szenarien nachstellen. Geschwindigkeit, Verschmutzungsgrade, also da wird wirklich Forschung betrieben. Also sowas ist einmalig. Ja. Also der oder die Kunden, was das Produkt kaufen, haben da wirklich Top-Qualität. Da ist bei uns auch sehr wichtig das Thema Sicherheit. Also beim Winterscheibenreiniger ist es so, du hast ja im Winter mit verschiedenen Szenarien zu kämpfen. Die Gischt, also wenn die Windschutzscheibe innen beschlägt oder von außen Salz, Schneeregen etc., da geht es ja um Sicherheit, da geht es um Wischtakte. Ja, und natürlich, man kennt es, bei den meisten Produkten muss man sprühen, wischen, 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 sprühen, wischen, wischen, sprühen, sprühen, das kenne wischen, ich. Wischen. Und auf einmal, siehe da, es ist nichts mehr drinnen. Und bei uns ist halt wichtig, sprühen, wischen, ready. Ja, das muss funktionieren. Zack, zack, zack. Ja, wenige Wischtakte und die muss blendfrei, schlierenfrei sein und es soll auch nicht unangenehm riechen. Das ist ja auch so ein großes ein Szenario tatsächlich, auch bei Autobahnen. Ich hab 150 Kunden im Bereich Merchandise-Entwicklung 10 Jahre lang betreut, habe 100.000 Kilometer im Jahr gemacht. Und gerade im Winter, wenn es wirklich geschneit hat, geregnet hat und dergleichen und du fährst irgendwann hinterher, also es war Wahnsinn, es war nur wischen, wischen, wischen und nach 300-400 Kilometer darfst du nochmal was einfüllen. Ne? Und das ist ja, erstens einmal ist umweltschonend. Auf jeden Fall. Und man spart sich wahnsinnig viel Geld dabei. Auf jeden Fall. Bei uns ist ja auch also der wichtige USP bei unseren Winterscheibenreinigungsprodukten ist einfach die Kosten pro Wischtakt. Das ist ganz wichtig. Wir sind einfach ich weiß nicht, seit wann es getestet wird, wahrscheinlich schon länger wie 20 Jahre, also immer wieder in verschiedenen Zeitungen, jetzt aktuell gerade in der Autobild, haben wir wieder einen Test mit Abstand gewonnen, wo wir einfach bei Kosten pro Wisch oder pro Sprühtag einfach absolut führend sind. Ja. Du hast da keine Geruchsbelästigung und das Produkt funktioniert. Und wenn ich einen Winterscheibenreiniger einfühle, dann erwarte ich mir das. Und ich möchte nicht irgendwo einen Scheibenfrostschutz einfüllen, weil dass dieses Produkt im Winter nicht friert, das setzen wir mal voraus. Wir sind ehrlich, ja, und wollen da nicht irgendwas nur schnell zu Geld machen. Also macht euch einmal schlau, wir blenden das da ein, dann kennt ihr euch einmal mit dem Link, die was unten in unserem, beziehungsweise in dem Post vorhanden ist, und schaut euch die Produkte mal an, könnt ihr es auch gern vergleichen, und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr jederzeit an uns herangehen. Produkt 2 wäre? Produkt 2, für mich ein voller Player und essentiell auch das ganze Jahr, nicht nur im Winter, im Sommer eigentlich immer. Das Must-Have mittlerweile, das Wichtigste beim Auto sind die Felgen. Ja. Felgen machen das Fahrzeug, egal welches Bäuer. Wer hat nicht geile Felgen? Gern, nein, gell? Jeder. Und vor allem, ja. Wer hat nicht gern saubere Felgen? Genau, ja. Bingo. Und jeder, wer mal Felgen geputzt hat, der weiß, was das für ein Haken ist. Ja, ja, genau das ist es. Jetzt kommen wir zur Thematik. Eigentlich genau. Nicht. Wenn man das nämlich richtig macht, dann ist es relativ easy to use und überhaupt kein großes Problem, Felgen zu reinigen. Man braucht natürlich ergo einen Felgenreiniger und ein bisschen Zeit. Ein Produkt, was ich sehr gern verwende und was wirklich gut funktioniert, ist aus unserer Extreme-Reihe, der Sonax Extreme Felgenreiniger Plus, ja, sehr langer Name, ist absolut ein neutraler Felgenreiniger. Kann ich auf alle möglichen Arten von Oberflächen anwenden, sei es jetzt dort hochglanzverdichtet, verchromt, poliert, Speichenfelgen, matte Felgen. Ja, es greift mir nichts an, hundertprozentig. Wir beleidigen keine RDKS-Ventile, wir beleidigen keine Reifen, also die Gummis werden nicht beleidigt. Ich kann auf Kunststoffteile sprühen, es passiert mir nichts. Ich greife keine Bremssättel an, also das ist wirklich sehr einfach. Aufsprühen, 3 bis 4 Minuten warten. Abdampfen. Danke.
Naja, ein Traum. Genau, blenden wir euch dann auch ein. Da oder da. Genau, irgendwo das wissen wir noch nicht. Okay. Also wir haben die Freisicht bei voller Fahrt auf der linken Spur, Fuß nach unten. Wir haben saubere Felgen. Und der dritte Part ist? Der dritte Part ist Lack, natürlich ganz klar. Speziell im Winter haben wir ja immer Verschmutzungen durch Eis, Schnee, Salz, Korrosionen, Rückstände überall. Genauso wichtig wie immer das ganze Jahr, Auto sauber waschen. Wir haben einen sogenannten Quick Detailer, auch aus der Extreme-Serie, also Sonax Extreme Quick Detailer. Der ist sehr anwenderfreundlich. Das sprüht man auf, wischt ab, Bauteil für Bauteil. Und das ist nichts anderes als wie eine schnelle Konservierung der Fahrzeugoberfläche, des Lackes. Wir haben, dass ich mir jetzt nicht verzettel, ich würde mal sagen, 3 bis 5 Wochen Standzeit, also mehrere Autowäschen auf jeden Fall. Wow. Ja, sehr einfach zum Anwenden. Kann ja über unlackierte Kunststoffe sprühen, also aufsprühen, abwischen. Der Mehrwert für den Anwender ist einfach der Glanz, Glätte, Wasserabwelleffekt und natürlich weniger Schmutzanhaftung. Ja. Sehr, sehr cool. Das wären meine 3 Empfehlungen für die freie und sichere Fahrt im Winter. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Und ja, wer keine Lust hat, sich selbst das Auto zu waschen, beziehungsweise die Scheiben haben wir gehabt, die Felgen und den Lack, das können wir für Sie gerne übernehmen, einfach einen Termin ausmachen, blenden wir euch auch ein. Und ja, egal was für Fragen oder beziehungsweise machen wir es andersrum, welche Fragen oder beziehungsweise welche Themen interessieren euch gerade zum Thema Sonax Produkte, Auto, Fahrzeugaufbereitung und dergleichen. Also würde uns sehr, sehr interessieren und ja, dann können wir das Thema gerne beim nächsten Podcast in Erwägung ziehen und euch jetzt informieren. Gut, passt. Mein lieber René, hab eine gute Heimfahrt, schön, dass du da warst. Dankeschön, wir werden jetzt einmal das schöne Ding hier fertig und sicher durchpflegen und ja, wünschen den Zuschauern alles Liebe, alles Gute. Und haut's rein, 2023 wieder Hammerjahr. Viel Erfolg im neuen Jahr. Ja. Tschüss, servus. Unfassbar schöne Silhouette. Also ich mag diese Kante hier. Ich liebe das. Das ist so bezeichnend. Wunderschön. Jetzt bin ich gespannt, ob du weißt, was für ein Musiker in den 90er Jahren mit diesem Auto erschossen wurde. Ja, ja, du weißt es, okay. Ja.